Jörg, du arbeitest im Gefängnis. Also du gehst morgens da rein und wahrscheinlich abends da raus, wo andere doch längere Zeit wohnen. Wie kommt man dazu, sich für so einen Beruf zu entscheiden? War das schon immer dein Traumberuf? Okay. Oder hat sich das einfach so ergeben, weil du irgendwann keine Lust mehr hattest auf Kirchengemeinde? Oder wird Ja, das zum Beispiel besser bezahlt? ja, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Boni-Zahlungen. Also nein, das ist dem ist nicht so. Die Bezahlung ist ja ist, überall gleich. Nee, nee. Es ist so, dass ich mit dem Gefängnis nichts zu tun haben wollte. Ich fand Gefängnisse, finde ich immer noch, fürchterliche Orte und doof, also fürchterlich, wahrscheinlich irgendwie notwendig, dachte ich immer. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, weder im Studium. Ich wusste, dass es Kirche, evangelische Kirche im Gefängnis gibt, aber ich fand das immer fürchterlich, und zwar so fürchterlich, dass ich mich damit in keiner Weise beschäftigen wollte. Ja, habe ich mich überhaupt nicht. Sollten andere machen, aber nicht unbedingt ich. Das ist nicht mein Talent, das ist gar nichts für mich. Und da fand ich Krankenhausseelsorge und was eher interessant, wenn schon, denn schon. Und bin dann mal erstmal in die Gemeinde und habe da so meine Erfahrungen gemacht und bin in der Gemeinde eingeladen worden in einen Gottesdienst. Das kann einem ja schon mal passieren als Pfarrer, dass man in Gottesdienst eingeladen wird, auch am Heiligen Abend, das heißt am zweiten Weihnachtstag, 26.12. Es gibt in Wuppertal die Tradition, am 26.12., am zweiten Weihnachtstag, Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden, der Presbyterien, also der Leitungsorgane der evangelischen Kirchengemeinden, in das Gefängnis zum Gottesdienst einzuladen, in einen Gottesdienst zusammen mit den Inhaftierten, der auch von Inhaftierten vorbereitet worden ist. Immer zwei Vertreter aus den Presbyterien. Und so bin ich ins Gefängnis gekommen, weil da ein Platz frei war. Wie gesagt, kann man sich jetzt aus meiner Vorgeschichte vorstellen. Ich habe mich nicht drum gerissen, diesen Platz zu bekommen, aber da war jetzt noch eine Frage und dann gesagt, okay, geht's mal hin und ja, bist ja da auch nicht alleine und das ist ja nur einmal ein Besuch. Und so bin ich ins Gefängnis gekommen und in der Tat war es dann auch so, wie ich es mir vorgestellt habe, nämlich fürchterlich. Ein Gefängnis ist fürchterlich, das ist erstens hässlich, es riecht schlecht, es macht fürchterliche Geräusche, es war alles. Ich wusste, dass meine Grundeinstellung, dass das nichts für mich ist, wurde in jeder Weise bestätigt. Und dann änderte sich in dem Moment etwas, als ich in den Gottesdienstraum kam. Den muss man sich vorstellen, dann kann man sich vorstellen wie eine Turnhalle. Es war keine Turnhalle, schon eine Kirche, aber ein ganz einfacher, etwas größerer Raum. Und mich hat sehr berührt, dass die Menschen, die da schon waren, nämlich die inhaftierten Männer, die dann kamen, stimmt, die Menschen, die dann dahin kamen, die dann zugeführt wurden, so heißt das im Gefängnis, dass da was anders war als sonst. Das habe ich erst überhaupt nicht verstanden, aber irgendwas war anders als sonst. Es war nämlich eine nicht selbstverständliche Atmosphäre in dem Raum. Und das hat mich wirklich berührt. Und als wir dann zusammen, als der Gottesdienst gefeiert wurde, da passierte was in dem Gottesdienst. Ich kann das gar nicht mehr beschreiben, genauer beschreiben, aber es passierte was mit mir und ich fand das alles wesentlich. Da ging es gar nicht um richtig oder falsch oder um irgendwie sein, sondern es ging darum, da jetzt zu sein. Ich und du. Du in unterschiedlichen Lebenssituationen, aber darum ging es. Und das auch noch im Namen Gottes. Und das war jetzt gar nicht gedacht, das habe ich so empfunden. Und das, als wir dann in diesem Gottesdienst zusammen Abendmahl gefeiert haben, in einem ganz großen Kreis, alle zusammen, und auch nicht immer klar zu erkennen war, wer jetzt wer ist, also ob man gleich mit rausgeht oder ob man da noch eine Zeit lang wohnt, weil das eigentlich ein Inhaftierter ist. Das hat mich wirklich tief berührt, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, so ist doch richtig.
so sollte das doch sein, so ist das doch gemeint. So muss Jesus das auch gemeint haben, dass es jetzt hier um Gemeinschaft geht, die jetzt nicht, man sieht, wo man die sich nicht anstrengen muss, sondern die jetzt da ist. Das hat mich sehr, das hat mich wirklich tief, tief berührt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das Gefängnis war danach auch beim Rausgehen immer noch so fürchterlich wie vorher und wie es heute auch ist. Ein Gefängnis wird ja nicht schöner dadurch, dass man öfter hingeht. Aber das, was ich da mit den Menschen erlebt habe, mit den Inhaftierten erlebt habe, was ich da im Gottesdienst erlebt habe, das hat mich schon wesentlich, so hat mich jedenfalls so verändert, dass ich mich darum bemüht habe, seit von da an im Gefängnis zu arbeiten. Wie lange ich da jetzt arbeite? Fast 20 Jahre. So ist es. Ich habe erst, ich glaube, 9 oder 10 Jahre im Erwachsenenvollzug gearbeitet und arbeite jetzt in der Jugendstrafanstalt. Ich habe dich ja mal erlebt als Motorradrocker. Also so in Kluft und mit einer richtig schönen Maschine, soweit ich das als Frau und Laie beurteilen kann. Warst du das schon immer oder ist das durch den Austausch gekommen, dieses Interesse, dass du immer wilder? Ja, man kann hier nicht von der langsamen Infektion sprechen. So ist das nicht. Als begeisterter Motorradfahrer bin ich schon wesentlich länger und ich fahre auch mit dem Motorrad zur Arbeit. Was interessant ist, das ist ja ein Argument, das sozusagen wahrscheinlich aus einem Klischee kommt, das auch die Wirklichkeit in manchen Punkten widerspiegelt, nämlich, dass man sozusagen eine bestimmte Form von, wie du sagst, Lockerheit oder Rocker sein oder irgendwie so ein bisschen die härtere Nummer, aber auch gleichzeitig bin ich irgendwie so ein Churchy-Typ, dass das irgendwie so ein Klassiker ist für Gefängnis. Das gibt's auch, die Variante. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass zu meinem großen Erstaunen, dass inhaftierte Männer, von Frauen kann ich nicht reden, aber Männer, das sehr wohl zu schätzen wissen, wenn ich auf mein Äußeres achte, ich mich gepflegt anziehe. Das erleben Inhaftierte durchaus als Wertschätzung. Ich bin es ihnen wert, offensichtlich wert, dass sie sich vernünftig anziehen und nicht sich irgendwie versuchen, äußerlich gemein zu machen. Denn Inhaftierten ist sehr klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen, auch in der unterschiedlichen Lebenssituation gibt, zwischen ihm und mir, nämlich ich habe den Schlüssel und ich gehe da abends raus. Und auch nach all dieser Zeit, und das ist ein Unterschied, der in der Tat einen Unterschied macht, den ich auch nicht einholen kann und will, weil ich auch nach der ganzen Zeit, nach den vielen Jahren mir nicht anmaße, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, inhaftiert zu sein. Ich habe viel Erfahrung im Umgang mit Inhaftierten. Ich weiß viel über den Alltag. Ich kann mir auch viel vorstellen, aber was das wirklich bedeutet, da diese Erfahrung habe ich, Gott sei Dank, muss ich ja sagen, möchte nicht inhaftiert sein, die habe ich nicht. Und wie weit hat dich die Arbeit geprägt? Also wie weit hat mich die Arbeit bitte was? Geprägt. 20 Jahre sind ja doch eine sehr lange Zeit und irgendwie verändert einen das. Ja, das wäre eine Frage, die, glaube ich, gut an meine Frau zu stellen wäre. Was ich da bekommen habe im Gefängnis, ist sicherlich, und was mich auch tief verbindet, ist die Dankbarkeit für und das Staunen darüber, den heutigen Tag zu erleben und zu überleben. Das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber ich, nicht alle, aber doch viele Inhaftierte erlebe ich als Überlebende ihrer Geschichte bis heute. Da spreche ich sie auch oft an. Im Gottesdienst kann das durchaus passieren. Überlebende ihrer Geschichte oder ja, bis heute. Dieses Bewusstsein bringt ja eine andere Idee von meinem Leben in den Tag und in meine Idee von dem, was kommt.
Und somit bin ich natürlich sehr dankbar, und das erlebe ich tiefer durchs Gefängnis, dass meine Optionen, meine Wahlmöglichkeiten für das, was kommt, wenn ich aus dem Gefängnis rausgehe, und für das, was ich morgen mache, aber auch für das, was ich jetzt mache, man kann ja auch jetzt rausgehen, wie groß die sind, in welcher Freiheit ich lebe, meinen Tag zu gestalten. Und das scheint erstmal so klar zu sein und so naheliegend zu sein, weil ich selbstständig durch Türen gehen kann, aber es ist es eben nicht. In Berlin-Tegel auch sozusagen einen Knastbesuch gemacht, also Gefängnis Berlin-Tegel, und wir sind da doch durch etliche Kontrollstationen gegangen. Also wir hatten keinen Schlüssel, wir mussten Sachen zurücklassen, wir wurden, glaube ich, auch ein bisschen durchsucht, obwohl wir jetzt, glaube ich, keinen so Direktkontakt mit Gefangenen hatten. Also ein Gefängnisseelsorger hat dafür gesorgt, dass wir da den Besuch machen konnten. Ja. Und du hast also einen Schlüssel. Du kommst selbstständig durch alle Türen und du wirst jetzt nicht mehr durchsucht? Ich werde nicht durchsucht, nein. Das, mein Arbeitsverhältnis, ich bin evangelischer Pfarrer der Rheinischen Kirche und ich arbeite da in einem sogenannten Bestellungsvertrag. Das heißt, mein Dienstherr oder meine Dienstherrin ist nicht das Land, sondern die evangelische Kirche im Rheinland. Und ich bin in das Gefängnis gesandt. Das ist deswegen wichtig, weil dieses Dienstverhältnis halt auf einer Vertrauensbeziehung basiert. Und entweder das Gefängnis vertraut mir oder es vertraut mir nicht. Das ist die Grundlage. Es wird auch nicht jeder Mitarbeiter gesucht, so wie ein, also jeder Bediensteter wird auch nicht so durchsucht, wie ein Besucher durchsucht wird, weil zu dem Besucher kann man dieses Vertrauensverhältnis nicht haben. Das ist sozusagen die juristische Grundannahme. So ist es so, dass ich jetzt zum Gefängnis komme, die Menschen kennen mich, ich gehe da an mein Schlüsselfach, muss mich also nicht mehr, das war's, und kann dann in mein Büro gehen. Musstest du da vorher bestimmte Tests oder Zusatztrainings durchlaufen? Also zum Beispiel vielleicht auch bei der Polizei Selbstverteidigungskurse oder Deeskalationstrainings, oder wie stellt man sich das so vor? Weil wir haben ja bestimmt auch viele Tatort- oder Krimi-Zuschauer und die denken, vielleicht geht das, also deine Arbeit beginnt ja dann, wenn der Krimi zu Ende ist und der Täter gefasst ist, vielleicht geht das da ja drin ähnlich weiter und das ist ganz gefährlich für dich. Muss sich deine Frau ständig Sorgen machen? Also meine Aufgabe besteht darin, ein großer Teil meiner Aufgabe besteht darin, nach meinem Verständnis, Menschen dazu zu befähigen oder da meinen Teil dazu zu tun, nach Möglichkeit, dass Menschen das Gefängnis überleben. Diese Situation von Haftalltag, von Einengung, von Ohnmachtserfahrung, die zu überleben und sie darin zu bestärken, darin verstehe ich, so verstehe ich meine Aufgabe. Und ich erlebe meine Tätigkeit jetzt nicht besonderen, ich sehe mich da nicht besonderen Gefahren ausgesetzt. Ich weiß, dass ich jetzt nicht in der Jugendherberge bin und ich weiß, dass Menschen auch aus Affekten heraus, ungesteuert reagieren können. Das, so wie das in der Psychiatrie oder im Krankenhaus auch passieren kann. Ich habe das bis jetzt in all meinen Berufsjahren noch nicht erlebt, dass ich oder ein Kollege und eine Kollegin in irgendeine bedrohliche Situation kam oder wir angegriffen wurden. Ich weiß, ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Das gibt es. Das gibt es auch für die, bei den Seelsorgern. Aber es ist ausgesprochen selten. Ja, also an Vorbereitung, das war ja auch ein Teil deiner Frage. Es gibt natürlich der Staat möchte natürlich wissen, wer kommt da rein. Also zu den allgemeinen Vorbereitungen gehört natürlich dieses grundsätzliche, tiefergehende polizeiliche Führungszeugnis.
hat er sich bis jetzt sehr regelgerecht verhalten und so, das möchte der Staat und das Land natürlich wissen. Aber das ist auch alles. Ansonsten gibt es eine, bietet die Kirche eine Fortbildung an in Gefängnisseelsorge. Ja, als Zusatzausbildung für Theologen. Ist die so ähnlich wie klinische Seelsorgeausbildung oder habt ihr da jetzt auch noch Zusätze, so Traumapsychologie oder Ortgefängnis oder und wie lange dauert die, falls sich ja doch Menschen mit Theologiestudium als Hintergrund jetzt auf einmal alle dafür interessieren? Also es gibt eine zweijährige Fortbildung in Gefängnisseelsorge. Die wird angeboten von der EKD in Zusammenarbeit mit der Bundeskonferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland, wo versucht wird, kontextgebunden ein bestimmtes Methoden- und Selbstreflexionsspektrum anzubieten, um innerbetrieblich, seelisch und in jeder Weise gesund durch diese Arbeit zu gehen und diesen Dienst sinnvoll zu tun. Denn er bietet schon viele Klippen auch. Man kann da auf mehreren Seiten, wie man so sagt, vom Pferd fallen. Ja, erzähl mal. Insofern, als dass es, ich finde, die Gefängnissituation ist ja in vielerlei Hinsicht irgendwie Brennglas der Gesellschaft und viele Dinge, die wir auch in Freiheit erleben, oder die ich auch in Freiheit erlebe, bilden sich da ja da konzentriert ab. Im Gefängnis geht es als Vertreter von evangelischer Kirche letzten Endes auch immer sozusagen um die Frage, in welche Position begebe ich mich denn da? Angeboten wird mir bei einem System, das sich ja schizoid verhält, in die draußen und in die drinnen, in die bösen und in die guten, gibt es immer sofort die Frage, welche Schweinchen hätten Sie denn gern? Also auf welcher Seite stehen Sie denn? Stehen Sie auf den Guten, ja. Das ist dann aber natürlich, wer sind jetzt die Guten und wer sind jetzt die Bösen? Das ist, wird dann schon mal, da kann man schon ein paar Fragen stellen. Und wer sind die Opfer und wer sind die Täter? Also sich im Gefängnis als Gefangener, als Opfer eines Systems zu erleben, ist nachvollziehbar und liegt auf der Hand, weil meine Möglichkeiten extrem eingeschränkt sind und ich dem Handeln und auch dem Mutwillen von dieses Systems und Menschen, die daran arbeiten, vollkommen ausgeliefert bin. Und da ist die Frage schon, Frage an Seelsorge, auf welcher Seite stehen Sie denn? Stehen Sie jetzt auf meiner Seite als Gefangener, wenn ich hier schlecht behandelt werde? Oder ein Bediensteter oder das Gefängnis sagt, stehen Sie auf der Seite, die stehen doch ja wohl auf die Seite auf das Gefängnis eines modernen Strafvollzuges und auf welcher Kirche sagt auch, du sollst da verkündigen, auf welcher Seite stehe ich denn da? Und bei mir auf meiner Seite zu bleiben und bei meinem Auftrag zu bleiben und bei meinem Glauben zu bleiben, bei dem zu bleiben, was ich sozusagen als Quelle erlebe oder was ich spüre oder höre oder ja, bei meiner Wahrheit zu bleiben, bei meiner Wirklichkeit zu bleiben, bei meinem Erleben zu bleiben und damit auch Ohnmacht auszuhalten und die Dinge auszuhalten, die ich nicht ändern kann, weil das sind schon ziemlich viele eigentlich, die meisten. Und trotzdem zu glauben und zu erleben, dass Veränderung geschieht, das ist sozusagen diese Spannung auszuhalten, das ist das, worum es da geht, finde ich. Du sagtest schon, du hast ein Büro. Wie arbeitest du jetzt konkret mit den Menschen? Also Gottesdienste gibt es da. Dann habe ich schon von anderen Knastseelsorgerinnen, Seelsorgern gehört, die mit dem Begriff die Inhaftierten sitzen dort und die das verbinden mit Sitzen in der Stille. Also die auch richtig meditative Angebote machen und sagen, da wird auch nicht jeder zugelassen. Mhm. Und dadurch geschieht dann dieses nach innen gehen, diese Selbstreflexion und
dann sind die Menschen auch viel besser vorbereitet, wenn sie dann entlassen sind, dass sie dann nicht schon wieder in neue Opferrollen reingehen. Aber da habe ich nur genau. So von einzelnen Programmen gehört. Machst du da auch sowas oder kennst du dich damit aus? Ich kenne mich damit nicht aus und ich mache das auch nicht. Kloster im Gefängnis nennt sich das Modell. Ja. Ich glaube, dass das für die Menschen, die sich damit auskennen und die das machen, sinnvoll ist und dass es da bestimmt viele gute Erfahrungen gibt. Ich habe da keine Erfahrung mit. Mein Alltag beginnt so, dass ich ins Gefängnis gehe und als erstes an mein Postfach gehe. In meinem Postfach finde ich Anträge. Inhaftierte müssen der Seelsorge schreiben, wenn sie in Kontakt kommen wollen. Ich muss zu niemanden gehen und den bitten, ob er mit mir reden möchte, damit ich mich sinnvoll fühle, sondern Menschen schreiben mir und sagen, ich möchte gern mit ihnen sprechen. Und da steht der Name drauf und die Buchnummer des Inhaftierten. Als Anliegen steht dann nur, ich bitte um ein Gespräch, die Post an den, also an die Anfragen, Anträge an die Seelsorge, die müssen nicht begründet werden. Der einzigste Antrag, der nicht begründet werden muss, da reicht es, ihn zu stellen. Das ist ja auch logisch, weil all das, was ich innerhalb der Seelsorge erfahre, innerhalb dieses Gesprächs erfahre, unterliegt der seelsorgerlichen Verschwiegenheit bis hin zum Beichtgeheimnis. Das ist absolut und das ist eine Sonderstellung im Gefängnis. Und man könnte das für das, was an Beziehungen geschieht, auch durchaus als Eintrittskarte verstehen, weil es diese Qualität und diese Sicherheit eines geschützten Raumes im Sinne einer Privatheit es im Gefängnis so, sonst nicht gibt. Alles andere ist immer relevant für den weiteren Vollzug, für die anstehende Verhandlung oder für weitere Beurteilung. Ich beurteile nichts, ich mache keine Notizen und vor allen Dingen gebe ich niemandem Auskunft und darf das auch nicht. Also, ich hole dann meine Anträge, gehe dann ins Büro und gucke, wer hat mir von wo aus geschrieben, von welchen Abteilungen und suche die Inhaftierten dann in ihren Zellen auf. In der Zelle, also nicht in einem Besucherraum mit Glaswand, wo noch jemand... Die können ja nicht zu mir kommen und sagen, also da jedenfalls... Das gibt es auch, aber in die Gefängnisse, in denen ich gearbeitet habe, gibt es das nicht. Das ist auch der Standard. Sondern ich muss zu denen gehen. Die kommen aus ihrer Zelle nicht raus. Es sei denn, sind jetzt in der Schule oder auf der Arbeit. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt weder Schule noch Arbeit und sind gerade vielleicht erst frisch da. Dann suche ich sie in ihrem Haftraum auf. Oder es ist nachmittags oder abends, suche ich die in ihrem Haftraum, das heißt in ihrer Zelle auf. Darf ich noch fragen? Die meisten haben ja Kinobilder und so im Kopf. Die Gefangenen laufen doch im Kinofilm immer so im Kreis, so draußen, Freigang. Oder die haben auch Bodybuilding oder sowas. Das sind die Fernsehszenen, also deine nicht. So ein Gefängnishof in der Sonne, gehen alle im Kreis unter Aufsicht oder? Ja, das ist Freistunden, also eine Stunde Freigang innerhalb von 24 Stunden gehört zu den Rechten jedes Inhaftierten. Bei den Erwachsenen ist es in der Tat öfter so, dass es dann automatisch so ein Gehen im Kreis gibt. Bei einigen, bei anderen bilden Gruppen. Bei den Jugendlichen, die bilden eher Gruppen. Dann gibt es einzelne Paare, die gehen auch schon im Kreis, wie Menschen das so machen. Ja. Das ist aber nicht deine Situation. Du gehst also direkt in die Zelle. Nee, genau, ich gehe auf die Abteilung. Das muss man sich vorstellen wie eine Krankenhausabteilung, wie ein Krankenhausflur. Von dem verschiedene Türen abgehen, Zimmer abgehen, wie Krankenzimmer, abgeschlossen sind. Ich glaube. Noch eine Frage stellen, wie heutzutage so ein Zimmer aussieht. Ist das vielleicht eher ein Apartment, wo auch dann noch eine eigene Dusche ist und gibt es da einen Fernseher und eine Couch? Couch gibt es nicht. Ich sage mal kurz, wie das praktisch geht und wie der Raum dann aussieht, den ich sehe. Ich klopfe an, das ist ungewöhnlich. Jeder, der ein bisschen sich im Gefängnis auskennt oder der als Gefangener weiß, man, wenn einer klopft, ist das in der Regel irgendwie die Kirche, weil die anderen erst direkt aufmachen.
schließe die Zelle auf und spreche den Herrn an und sage, Sie haben mir geschrieben, ich bin der und der, was ist denn Ihr Anliegen? Und ich sehe dann einen Raum, der 8 bis 10 Quadratmeter groß ist. An der Wand rechts ist ein Stahlbett, das ist an der Wand festgemacht, auf dem liegt eine Matratze. Ich gucke auf ein Fenster, das vergittert ist, mit einem Vorhang. Gegenüber von dem Bett ist so ein Brett an der Wand befestigt als Schreibtisch, als Schreibgelegenheit. Darüber befindet sich eine Neonleuchte, die ein bisschen verdeckt ist. In der Ecke, also wenn man reinkommt, links, aber verdeckt, gibt es eine Toilette und eine kleine Waschgelegenheit. Also keine Dusche und was man sich so vorstellt. Die gibt es auf dem Flur. Fernseher gibt es. Jeder hat das Recht auf ein Radio, da müsste eigentlich auch ein Star sein. Das funktioniert in der Regel auch. Fernseher kann man mieten, entweder Anstaltsfernseher oder man kauft einen oder lässt sich einkaufen. Und haben die Internet oder Handy? Natürlich nicht, weil das deswegen nicht, weil das ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Und sind die Wände jetzt mit der Außenwelt natürlich einer ist, der vom Staat kontrolliert wird. Und sind die Wände jetzt weiß gestrichen oder haben die auch hin und wieder, können die sich eine Illustrierte kaufen oder sind da Poster an den Wänden, irgendwas, was persönlich gestaltet ist? Auch da gibt es sehr unterschiedliche Situationen. Die Regel sagt, die Wände sollten freigehalten werden. Und das wird mit unterschiedlicher Leidenschaft auch durchgesetzt. In der Regel sind die hängen da an der Leiste. Das ist dafür vorgesehen. Im Jugendstrafvollzug ist es jedenfalls so. Fotos von der Freundin oder von der Familie oder von irgendwelchen Frauen, leicht bekleideten Frauen aus irgendwelchen Zeitschriften oder Fahrzeuge, irgendwie sowas. In älteren Gefängnissen sind die wesentlich mehr bemalt, beschrieben, beklebt, die Wände. Mhm. Danke, dann habt ihr schon mal so ein Bild vor Augen. Weil durch die Presse gehen ja manchmal ganz lustige Meldungen, Luxus im Gefängnis oder so. Nein, das ist ein sehr extrem kalter, funktionaler Raum, der, wenn es nach der Vorschrift geht, auch funktional und kalt sein bleiben soll. Und Inhaftierte, so habe ich das jedenfalls im Erwachsenenvollzug erlebt, entscheiden sich mehr oder weniger bewusst dafür, diesen Lebensraum auch zu gestalten. Ich habe Inhaftierte erlebt und getroffen, die den nach ihrer Möglichkeit maximal versucht haben einzurichten, wie ein kleines Wohnzimmer. Ja, vielleicht mit Blumentöpfen. So wie es gerade geht. Und ich habe Inhaftierte erlebt, die genau das bewusst nicht gemacht haben, weil jemand zum Beispiel mit der Begründung, wenn ich mich hier einrichte, stelle ich mich darauf ein, hier zu bleiben. Das will ich nicht. Das ist für mich ein Übergang. Und mein Leben wird draußen stattfinden. Ich lebe hier nur auf Zeit, deswegen richte ich mich hier nicht ein. Zum Beispiel. Es gibt da sehr individuelle Lösungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien, um mit dieser Situation von Isolation und von Kontaktvermeidung zurechtzukommen. Nun stehst du unter Schweigepflicht, aber vielleicht darfst du ja so allgemeine Themen nennen, worum es gehen kann, wenn ihr euch austauscht. Von einem anderen Knastseelsorger hatte ich mal gehört, da gibt es auch viele Bitten, die man zum Teil nicht erfüllen kann. Bitte um Tabak oder um Transport, jetzt nicht von Ausbruchswaffen, aber manchmal eben auch von nicht kontrollierten Briefwechsel. Ja, zum Beispiel. Also ein klassisches Vorurteil, vielleicht nur im kirchlichen Raum oder ich weiß nicht wo sonst, war ja Gefängnisseelsorge, da gibt es so den sogenannten Pater Batavia, das ist irgendwie der Pfarrer, der
Das ist so eine alte Tabakmarke, dessen Dienst darin besteht, dass er Tabak verteilt an die armen Opfer, an die armen gefallenen Menschen, die jetzt aktuellen Suchtdruck haben, und Seelsorge wird damit gleichgesetzt, diesen Suchtdruck zu beheben. Dieses Modell haben wir doch überwunden, also das machen wir nicht mehr, das halte ich auch, ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Natürlich werde ich auch nach Tabak gefragt, ist ja klar, wenn ich starker Raucher bin, bin ich unter Stress, dann frage ich jeden, der irgendwie potenziell mit Tabak geben könnte. Ich sage dann freundlich, ich habe selber aufgehört zu rauchen, das war nicht lustig und ich kann das gut verstehen. Ihre Frage ist auch legitim, aber ich habe nichts, weil ich mich damit gar nicht mehr beschäftige mit dem Thema. Wenn ich welchen habe, dann kommt der auf die Abteilung. Wir wollen den Bedienstete verteilen, weil ich nicht in die Situation kommen möchte, dass ich Tabak verteile und als der Suchtmittelspender funktionalisiert wäre. Was aus Sicht der Inhaftierten vollkommen legitim ist und nachvollziehbar ist, aber die Rolle möchte ich nicht gerne annehmen. Die Anfragen oder die Gründe, warum Menschen mich um ein Gespräch oder um Kontakt bitten, die können sehr unterschiedlich sein. Meine Freundin ist nicht zum Besuch gekommen und ich weiß jetzt gar nicht, was mit der los ist. Können Sie da mal anrufen, mal klären, was jetzt eigentlich ist? So, die wollte mit meinem Kind kommen. Hatten die einen Unfall oder hat den anderen oder was ist da los? Wissen Sie, möchte einfach mal mit Ihnen reden. Und da muss man mal gucken, so worüber denn dann jemand einfach mal so reden möchte. Und ich gucke sehr gut danach oder ich bemühe mich jedenfalls darum, sehr gut danach zu gucken, was denn das zu unterscheiden zwischen dem, was der denn nun von mir will und was er denn nun möchte und der Idee, die ich davon habe, was er denn wollen könnte. Denn da ich da schon ein paar Tage arbeite, habe ich natürlich verschiedene Hypothesen darüber, was die Anliegen sein könnten. Und da ich durch das Gefängnis mit einer Haltung, um es auf den Punkt zu bringen, von professioneller Ahnungslosigkeit, so würde ich das mal bezeichnen, das meine ich allerdings ernst als Haltung, nur mit professioneller Ahnungslosigkeit mich bewege, frage ich wirklich ganz naiv nach, bis ich einigermaßen verstanden habe, was denn jemand von mir will. Das kann dauern. Das kann wirklich dauern. Das verstehe ich auch nicht immer direkt. Ich habe dann Ideen dazu, die teile ich mit, aber das kann dauern. Und da gibt es eben dann Aufträge oder Situationen, Anliegen, die kann ich gerne teilen oder mich mit jemandem auf die Suche machen. Und manche, da stellt sich dann heraus, dass auch bei dem Gefangenen, dass ich nicht im Angebot habe, was er sucht. Das kann schon mal sein. Was war denn, soweit du das einfach erzählen darfst, das Schönste und was war mal das Schwierigste für dich? Ich habe einen Mann kennengelernt, der ganz am Anfang, der ins Gefängnis kam, weil er seine Frau getötet hat, im Affekt. Und der in keiner Weise in das Muster der klassischen, in so ein klassisches Muster von straffällig werdenden Menschen passte. Der hatte ganz regelgerecht gelebt und da gab es in dessen Biografie erstmal auch dem zweiten Anschein nach nichts Auffälliges. Aber der war betrunken, aber hatte Streit mit seiner Frau und die Situation ist so eskaliert, dass er sie getötet hat. Im Kontakt mit diesem Mann ging es immer wieder darum, dass der mir sagte, ich habe mein Lebensrecht verwirkt. Ich habe die Frau getötet, die ich liebe, ich habe mein Lebensrecht verwirkt. Und es ging darum, darüber
darüber diese Spannung auszuhalten, davon, dass er das ernst meint und dass er nun wirklich verzweifelt ist und sich auch eine Idee hat von sowas wie eine Idee hat von Erleichterung durch Strafe und wenn es Selbststrafe ist und solche Dinge. Und es ging darum, sozusagen in einen Kontakt zu treten, der ihn ernst nimmt in seiner Verzweiflung und seiner Tat und gleichzeitig einen Deal zu machen mit ihm darüber, dass er noch nicht über sein gesamtes Leben überschauen kann. Und das heißt, ganz konkret zu sagen, das ist sehr nachvollziehbar, dass sie sich umbringen wollen. Das ist nachvollziehbar. Nur ich würde gerne mit Ihnen aus der Beziehung her eine Verabredung treffen, dass Sie das morgen, frühestens morgen nach dem Gespräch machen. Nicht jetzt nach dem Gespräch, sondern morgen nach dem Gespräch. Und darauf konnte er sich einlassen, dass wir sozusagen immer Gespräch für Gespräch als Frist eines unzumutbaren Lebens, im Moment unzumutbaren Lebens aushandeln konnten. Und zu erleben, wie mit den Jahren sich das verändert hat und mit den Jahren in allem Schmerz und aller Schuld und aller Ohnmacht es für ihn eine Akzeptanz gab oder sich entwickelt hat. Das war eine sehr schöne Erfahrung, eine Erfahrung, die mich ermutigt hat, zum Beispiel. Wie lange musst du das? Gibt es da so eine allgemeine Frist? Das ist, ich glaube, war ungefähr 8 Jahre insgesamt. Ja, war dann später in einem anderen Gefängnis, aber das ist jemand, mit dem ich, ja genau. Denn bei Jugendlichen gibt es übrigens auch Anfragen, die mich manchmal doch einfach überraschen und die in wo man denkt, ja, das ist Kirche, aber ich irgendwie habe damit erstmal nicht gerechnet. Zum Beispiel, da fragt mich ein Jugendlicher, schließt die Zelle auf und er sagt, ach, schön, dass Sie jetzt da sind. Und der sieht so aus, wie man sich einen inhaftierten Jugendlichen als Klischee auch vorstellt, mit geschmückter Haut, farblich geschmückter Haut und mit einem Pipapo. Und er sagt zu mir, ich würde gerne, meinem Opa geht es nicht gut, der ist im Krankenhaus, können wir in die Kirche gehen und da beten? Gerne, das mache ich doch gerne. Also so ohne Anlauf von jetzt auf gleich, Tür auf, guten Tag, ich möchte jetzt gerne beten gehen. Das ist was so erwartet man ja nicht direkt, also ich mittlerweile, ja, selbst ich bin dann auch manchmal überrascht. Aber das ist so. Es ist nicht so, dass die Menschen mit Beginn der Inhaftierung fromm werden, sondern ich glaube ja, dass sie vorher schon fromm waren, sondern dass sich die Form von Glauben oder von Vertrauen oder von Verbindung, sagen wir mal so, dass es da ein tiefes Fühlen und Wissen vorher schon gab und gibt. Oder das ist, glaube ich, erlebt das manchmal wie so Leuchten zwischen Ritzen. Da ist manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Verbindung dazu und da werde ich dann als Ansprechperson zu Recht, wie ich finde, angesprochen, als derjenige, der dafür zuständig ist, dann so einen Raum zu eröffnen, um das halt um die Kirche zu gehen und eine Kerze anzuzünden und zu beten. Ja, das passiert eben auch. Sind die meisten, die das Gespräch mit dir nutzen, christlich oder evangelisch oder katholisch oder hast du auch multireligiöse Gesprächspartner? Oder gibt es dafür so einen eigenen Rabbi oder katholischen Seelsorger oder Imam? Es gibt einen Imam. Ich frage niemanden, sind Sie evangelisch, katholisch oder sonst irgendwas? Das ist keine Bedingung für ein Gespräch. Ich spreche mit allen, die mit mir sprechen wollen, die ein Anliegen haben. Und dann kann es gut sein, dass
religiöse Themen überhaupt, so die Frage nach Gott oder überhaupt Gott, Jesus, überhaupt keine Rolle spielt im ganzen Gespräch. Und dass ich am Ende sage, gerade wenn ich was Belastendes, was mich Belastendes gehört habe, das passiert nicht immer, aber es passiert natürlich auch, dass ich sage, wissen Sie, ich gehe jetzt so mit der Situation um, ich werde mit der Situation so umgehen, dass ich nach diesem Gespräch in die Kirche gehe und dann werde ich eine Kerze anzünden und dann werde ich beten. Dann werde ich das, ich habe diese Ohnmacht, damit muss ich ja nicht alleine bleiben, ich werde das für beten gehen. Das tut mir mal gut. Wenn Sie mögen, können Sie gerne mitkommen. Sie müssen das nicht. Gibt da keinen Preis zu gewinnen oder zu gewinnen schon, aber zu verlieren nicht. Sie müssen das nicht, wenn Sie wollen. Ich habe bis jetzt einmal erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das ist nichts für mich. Alle anderen gehen gerne mit und ganz mit mehr oder weniger großer Selbstverständlichkeit, dass genau das jetzt richtig ist und dran ist. Und der Raum, den du Kirche nennst, das ist dieser tonhallenähnliche Raum. Genau, das ist ein Mehrzweckraum, das sogenannte Kulturzentrum. Der ist durch so eine Schiebewand, kann man den kleiner machen. Und da gibt es so einen kleineren Kirchturm, der aufgesetzt ist und ein Altar und Stuhl rein, sodass wir einen kleineren, auch als Kirche erkennbaren Raum haben, der atmosphärisch auch deutlich anders ist. Das ist der mit Abstand angenehmste Raum im ganzen Gefängnis, würde ich mal sagen. Und den musst du nicht immer leer räumen oder umräumen, wenn als nächstes die Christen kommen? Das ist die Kirche im Gefängnis. Das ist die Kirche im Gefängnis. Als Kirche im Gefängnis, oder als evangelische, ich bin ja evangelischer Pfarrer, als evangelische Kirche im Gefängnis sind wir, auch wenn wir auf persönlichen Ebenen da gut zusammenarbeiten, sind wir, und die gesetzliche Lage klar ist, der Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche arbeiten wir dennoch an einem unerwünschten Ort. Das ist erstmal was Untypisches für Kirche. In der Regel freut sich ja Gemeinde, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin kommt. Wie schön, dass sie da sind. Hurra! Als ich mich vorgestellt habe beim Sicherheitschef in dem ersten Gefängnis, in dem ich gearbeitet habe, habe ich den gefragt, am Ende des Gesprächs, was halten Sie eigentlich davon, dass es Seelsorge im Gefängnis gibt? Und sagt er zu mir, absolut überflüssig. War auch ein Einstand, war ein direktes Wort. Und das spiegelt aber sozusagen eine Grunderfahrung wider. Wir stören im System. Wir sind daran gehalten, wir müssen uns an die Regeln von Sicherheit und Ordnung halten. Aber was wir innerlich tun und was wir innerhalb der Seelsorge tun, was wir da sprechen und was wir ein Angebot anbieten, müssen wir nicht genehmigen lassen, sondern das passiert halt alles im Rahmen und im Namen der christlichen Kirche. Aber das bedeutet eben auch ganz konkret auszuhalten, dass sich die Menschen, nicht alle Menschen freuen, wenn ich ins Gefängnis gehe. Das ist eine alltägliche Erfahrung. Ich treffe da Menschen, die mir sehr sympathisch sind und die sich freuen und die auch das gut finden oder zumindest akzeptieren, dass da auch Kirche ist. Aber ich treffe da auch Menschen, die finden das echt störend, dass ich da bin. Und das muss man aushalten. Also ich bin nicht gut beraten, wenn ich versuche, irgendwie als Liebkind durch die Welt zu laufen, aber im Gefängnis schon mal gar nicht. Inwiefern ist dein Auftrag nochmal anders als der von Gefängnispsychologen? Und inwiefern haben die größere Freiheiten? Mein Auftrag besteht in Seelsorge und Verkündigung. Mein Auftrag besteht darin, in Menschen so zu begegnen, dass sie mehr sind als ihre Taten. Dass sie der Klaus, der Fritz, der Kevin oder der Ahmed sind, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Tat
begangen haben. Aber dieser Zeitpunkt ist ja vorbei. Sie sind mehr als das, was Sie getan haben. Niemand ist 100% böse. Das gibt es nicht. Also diese ganzen, ich habe nicht dieses Diagnosespektrum und ich muss niemanden diagnostizieren. Das ist was anderes als, als zum Beispiel ein Anstaltspsychologe oder alle anderen, die dort arbeiten, die den sinnvollen Auftrag des Staates versuchen umzusetzen, Menschen, Gesetzeszitat, Menschen dazu zu befähigen, in Zukunft ein Freiheit, ein Leben in Freiheit ohne Straftaten führen zu können. Dazu sind Gefängnisse da und die Allgemeinheit vor den schädlichen Auswirkungen weiterer Straftaten zu schützen. Das war Gesetzestext, allerdings in der Reihenfolge. Also das erste Sinn von Gefängnissen ist das, was man klassischerweise unter dem doofen Wort Resozialisierung, das Re ist dabei ja blöd, Resozialisierung versteht, das ist der erste Sinn. Menschen dazu zu befähigen, in Freiheit ein Leben in Freiheit ohne Straftaten zu führen. Das geht ja davon aus, dass der Mensch mehr ist als das, was er gemacht hat, auch im staatlichen Verständnis. Und dazu muss eben jeder aus seinem Berufsfeld das Nötige dokumentierbar tun, sollte er. Aber das, weil die Menschen eben nicht da sind, sie sind da, weil sie Straftaten begangen haben, deswegen ist die Sicht auf den Gefangenen, nach meiner Erfahrung, immer aus einer Defizitperspektive heraus. Also immer zu gucken, was fehlt ihm, was könnte er noch Schlimmes tun und wie kann man das verhindern? Und weniger im Blick auf die Ressource und weniger mit dem Blick auf die Frage, was braucht er eigentlich, was kann er, was bringt er mit, was können wir da erfahren und so weiter. Das bedauere ich sehr. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied, wie ich finde, weil ich gehe ja davon aus, dass in jedem Menschen Gottes Licht leuchtet, dass man mehr oder weniger sieht und dass das Leben vor dem Tod jetzt stattfindet. Hast du auch mitunter über die Gefängniszeit hinaus Kontakt? Mit wenigen, aber das habe ich, ja. Müssen die Gefangenen auch so eine 40-Stunden-Woche arbeiten und haben die da Freiheit, sich auch Arbeitsbereiche auszusuchen? Ja. Also Inhaftierte sind zur Arbeit verpflichtet und es ist natürlich, arbeiten zu können im Gefängnis ist gut. Alles, was aus der Zelle rausführt, aus der Hütte rausführt, aus dem kleinen Stall raus einen rausbringt, ist gut. Und ob das in Schule ist oder Arbeit ist, das ist ja an sich sinnvoll. Die Arbeitsbedingungen sind unterschiedlich, das hält von der Ausstattung des Gefängnisses ab, aber grundsätzlich in Ronsdorf gibt es zum Beispiel Lehrberufe, die Jugendliche machen können im Metallbereich oder im Holzbereich, Maler und Lackierer, grundsätzliche Lehrberufe. Das macht ja alles Sinn und die Handwerkskammer nimmt die Gesellenprüfung auch im Gefängnis ab. Da steht auf dem Gesellenbrief auch nicht drauf, hat er im Knast gemacht oder so. Das ist wirklich ein konkreter Teil von Befähigung, in Zukunft ein straffreies Leben zu führen. Ein Teil. Was es natürlich innerbetrieblich bedeutet, auch damit umzugehen und was es kontextuell bedeutet, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Aber du hattest mich nach Arbeit gefragt. Das gilt auch für die Schule. Aber diese Grunderfahrung von, wir werden, damit das System als solches funktioniert, nicht gebraucht, dazu können wir im Gefängnis, finde ich, was sagen. Denn die Erfahrung, die wir haben, ist, dass wir sehr wohl, wie ich gerade von dem Jugendlichen zum Beispiel erzählt habe, sehr wohl gebraucht werden und dass wir gar nichts erfinden müssen, damit wir gebraucht werden, sondern die Dinge sind offensichtlich. Man muss die Tür aufschließen, dann tritt einem mir in diesem Fall zufälligerweise mir ein Jugendlicher entgegen, der sagt, ich möchte gerne beten gehen oder ich möchte gerne mit Ihnen reden. Das ist nicht so schwierig. Da muss man jetzt auch nicht Großes erfinden und die Dinge liegen, finde ich, sind, ich finde, das ist, ich finde es offensichtlich. Ich mache das ja schon lange und ich finde an dieser Arbeit sehr schwer,
die Ohnmacht im System auszuhalten. In diesem System arbeiten, im System Gefängnis arbeiten Menschen, die notwendigerweise viel Verantwortung und viel, man könnte sagen, Macht haben. Sehr, sehr wirkmächtig, was sie tun. Sehr wirkmächtig, ob jemand einen Schlüssel hat oder keinen. Das betrifft meinen Alltag unmittelbar, betrifft meine Kontaktmöglichkeiten unmittelbar und mein Leben. Und das ist ein Eingriff in Persönlichkeit von Menschen und in Freiheit von Menschen, der weit über das hinausgeht, was, und jetzt sage ich mal ganz bewusst, wir, auch ich, mir vorstellen kann. Auch weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Und das ist ein innerer, dieser innere Widerspruch, dass nämlich im Gefängnis, in Gefangenschaft für die Freiheit erlernt werden soll. Das ist ja ein Paradox, das nicht aufzulösen ist und erfordert einen sehr hohen Respekt mit Menschen, die man in so ein freiheitsbegrenzendes, freiheitsnehmendes System steckt, weil die Erfahrung von Ausgeliefertsein extrem hoch ist. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle und mit Gott glaube ich an dich. Und ich kenne deine Zukunft nicht. Nee, die ist gut. Die kann viel besser sein als das, was du dir bisher vorgestellt hast von deinem Leben oder sie von ihrem Leben. Ich sehe es, die Inhaftierten natürlich.